Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion. Wir sind mal wieder bei Professor Igitt und ich muss wieder etwas leiser reden, denn es ist mal wieder späte Nacht, während ich mich diesem Spiel widme. Ja, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Wir haben auf jeden Fall falsche Tasten gedrückt, ganz klar. Wir haben Bulussus besiegt und danach, glaube ich, auch schon aufgehört. Genau. So dürfte das gewesen sein. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht gespielt, habe jetzt eine längere Pause gemacht. Und habe mir das Spiel jetzt einfach mal geschnappt und gesagt, jetzt spielen wir es fertig. Ich hoffe zumindest, dass wir es fertig schaffen. Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt in den letzten Bereich des Spiels kommen. Und naja. Anhand der Anzahl unserer Buhus könnte man ja davon ausgehen, dass wir jetzt noch 12 Räume betreten müssen. Plus Bosskampf. Naja, schauen wir mal. Karte. Nein, das ist keine Karte. Das ist eine Karte. In welchen Räumen waren wir denn jetzt noch nicht? Irgendwo. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel. Für irgendeine Tür. Ah, für die. Okay. Ich weiß schon wieder, wo wir lang müssen. Und da gehen wir jetzt auch gleich hin. Da haben wir ja das Kreuz auf der Tür. Wir haben jetzt Herz, Kreuz, Pik oder Karo. Was hat man denn davon noch? Ich weiß gerade nicht. Wir können ja noch mal kurz bei Mario vorbeischauen. Mal sehen, wie es dem Guten geht. Ach komm, Luigi. Runter auf den Boden des Brunnens. Oh. Jetzt dachte ich kurz, da wären alle Lichter aus. Da ist er ja wieder. Mario. Dann gehen wir mal wieder rauf. Jetzt haben wir Mario gesehen. Luigi hat seinen Bruder gesehen. Jetzt geht's ihm wieder gut. Jetzt sind wir bereit für neue Abenteuer. Hier war die Sportskanone. So. Und jetzt muss ich mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Hier waren wir jetzt auch in allen Räumen. Warum ist die Tür zu? Hätte ich die von der anderen Seite öffnen können? Ach, was soll's. Die kriegen wir nicht auf. Wo geht's denn hier nach oben? Man merkt vielleicht, dass ich jetzt eine Weile nicht gespielt habe. Wir können ja auch einfach die Treppe nehmen. So, jetzt sind wir hier. Und wir müssen nach da. Okay. Müsste den Weg ja eigentlich noch kennen. Schließlich mussten wir ja zweimal laufen, weil wir ja gegen Bulussus einmal verloren haben. Diese verriegelte Tür hier. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Und plötzlich ist es dunkel. Warum ist es plötzlich dunkel? Seid ihr daran schuld? Was fällt euch ein? So, und ich gucke jetzt alle paar Meter auf die Karte, um nicht in irgendeine Fake-Tür zu geraten. Und behalte auch den Buhura da ein bisschen im Auge, nur für alle Fälle. Ist das eine Fake-Tür? Ja. Da waren wir noch nicht drin. Warum waren wir da noch nicht drin? Ach, vielleicht, weil da zu ist. Nein, das ist eine Tür. Hier sind auch keine Boos. Hier haben wir den Schlüssel bekommen. Wie praktisch, dass Igitt uns zurückteleportiert hat. Wo wir doch kurz vor der Tür waren. Und auf dieser Tür... Es blitzt. Es blitzt. Oh
Und die Dunkelheit erfüllt uns. Ein Telefonat auf dem Gameboy Horror. Wer könnte das nur sein? Schrecklich. Das ist eine echte Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Der Blitzeinschlag von eben muss die Ursache für den Stromausfall sein. Bei dieser verdammten Finsternis sieht man nicht mal die eigene Hand vor Auge. Im Schutze der Dunkelheit haben die Geister freie Bahn. Sei vorsichtig, Luigi. Nicht, dass du plötzlich ein paar Zementstiefel trägst. Oh, jetzt muss ich natürlich das erstmal wieder rauskriegen. Noch mal ein paar Tage Pause und schon hat man das nicht mehr raus. Was sind denn das hier für Scherze? Ein schönes Geld. Wow. Das werden wir jetzt gerade doch ein paar zu viele. Oh, mein schönes Bares. Ach, das waren doch beide. Komm, ich hab's doch gesehen, dass das beide waren. So, die nächsten bitte. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir Stromausfall haben, gehen die Lichter dann überhaupt irgendwann wieder an? Und du komm ja gefälligst nicht blöd. Sonst sauge ich dich ein und du auch. Gut, dann war da noch so ein blauer. Wo ist der hin? Komm, Putzipu. Da ist er. Ah, da war er. Da bist du. Jetzt habe ich dich und jetzt werde ich dich einsaugen. Ich werde dich einsaugen. Einsaugen werde ich dich. Es wird nicht hell. Und da ist der Mond. Haben wir den nicht eigentlich in die Luft gejagt? Im Astronomiezimmer? Puh, auf nichts kann man sich mehr verlassen. Okay. Das Licht ist nicht an, aber die Geister scheinen weg zu sein. Dann öffnen wir doch einfach mal zitternd diese Tür hier. Und ich habe es ganz verpasst, mir meine Stoppuhr zu stellen. Das heißt, es könnte passieren, dass diese Folge etwas Überlänge hat. Glaube ich jetzt aber weniger, dass ihr da so viel dagegen habt. So, und jetzt... Oh, eine Tür mit eigenartigem Muster. Oh, könnte natürlich auch ein Fenster sein. Okay, die ist zu. Wir haben nur einen Weg. Und ich warte nur darauf, dass hier gleich wieder genau das passiert. Ich hab dich doch. Okay, das mit dem Fenster hier ist echt dämlich. Jetzt hab ich dich. Was bringt mir das? Vielleicht für später. Telefon? Hier klingelt das Telefon. Kommt das von hier? Da steht ein Telefon. Das Telefonzimmer. Ein extra Raum nur fürs Telefon? Ja, nimm doch ab. Ach, das hier klingelt. Ja, können wir ja mal gucken. Hallo? Hallo, darf ich fragen, wer dort... Ach nein, das ist die Madame Le Caro Stimme. Irgendwas Unheimliches. Darf ich fragen, wer dort spricht, bitte? Bowser am Apparat? Ich bin's, Luigi. Kreisch! Okay, das war wohl falsch. Jetzt klingelt's hier. Hallo? Okay. Luigi? Ach so, das ist ein Toad. Das war die falsche Stimme. Puh, hier spricht Toad. Bin ich froh. Keine Ahnung, was ich getan hätte, wenn am anderen Ende ein Geist gewesen wäre. Tja, wir haben ein Riesenproblem. Der Blitz hat im ganzen Haus einen Stromausfall ausgelöst. Was sollen wir jetzt machen? Dabei fürchten wir uns fürchterlich im Dunkeln. Gibt es denn keine Möglichkeit, das Licht wieder anzuknipsen?
Nein, wir müssen auch nicht. Nein, wir müssen auch nicht es wieder in Gang bringen. Wir hatten gehofft, du hättest eine Idee, Schluchz. Ich habe schreckliche Angst. Das heißt, wo ich gerade darüber nachdenke, ich erinnere mich an einen großen Sicherungsschalter im Keller. Gerade als er erzählt hat, wir müssen den Strom wieder in Gang bringen, wollte ich gerade noch sagen, wir müssen wahrscheinlich in den Keller zum Sicherungskasten. Hallo? Hallo, huhu, jemand da? Ach so. Entschuldige die Überraschung, ich bin's, Professor Igitt. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Normalerweise benutze ich ja den Gameboy Horror, um dich zu kontaktieren. Doch dieses Mal habe ich das Telefon benutzt, da du in diesem Raum bist. Du weißt ja, dass alle Geister das Licht meiden und in der Dunkelheit Zuflucht suchen. Und jetzt pass auf, es gibt einen Geist, der aus der Galerie geflüchtet ist und die dunkelsten Orte aufsucht. Sein Name ist Onkel Bitterlich. Und diese Stimme zu sprechen ist echt ganz schön anstrengend. Wenn er umherstreift, hast du vielleicht nur diese eine Chance, ihn zu fangen. Warum suchst du ihn nicht, bevor du dich um das Licht kümmerst? Das könnte clever sein. Und meine... Selbst für einen Geist ist er recht alt. Aber dadurch ist er... Meine Art-Taste spinnt gerade ein wenig. Umso umsichtiger geworden. Was ich dennoch über ihn sagen kann, ist, dass er sich gerne in Räumen mit Spiegeln aufhält. Oh ja, die Geister nähern sich deiner Position. Gib acht, Luigi! Okay, wir haben hier wieder einen rosa Geist und einen... Ach, wisst ihr was? Au! Ach, ich kann gerade gar nicht... Okay, ich dachte, ich könnte jetzt einfach abhauen, aber... Wenn ihr meint, das nicht, dann halt nicht... Ich fange euch auch gerne ein, wenn ihr den Rest eures Lebens gerne in einem Staubsaugerbeutel verbringen möchtet. Und ich schätze mal, unser nächstes Ziel wird dann wohl die Spiegelkammer sein, um Onkel Bitterlich zu fangen. Da bist du. Mein rosa Freund. Das ist mal ein Cindy aus Marzahn-Fan mit Leib und Seele. Der ist selbst nach dem Tod noch rosa. So, jetzt suchen wir hier mal noch nach Bargeld. Und ich habe so das Gefühl, wir nähern uns dem Ende des Spiels und haben immer noch keine Ahnung, wofür das Bargeld da ist. Wofür? Was bringt uns unser Reichtum? Was ist der Sinn des Lebens? Geht es nur darum, Reichtümer anzuhäufen? Um des schnöden Mammons willen? Und hin und wieder mal etwas Staub zu saugen, um sich ein paar Münzen extra zu verdienen? Finde ich ja mal eigentlich ganz interessant, ein Mario-Spiel mit Geldscheinen zu sehen. Sonst sind Münzen doch immer die einzige Währung, die anerkannt wird. Naja. Also wir gehen jetzt erstmal in den Spiegelsaal. Dafür suchen wir uns am besten einen... Warum seid ihr wieder da und kann ich trotzdem abhauen? Zwei sehr wichtige Fragen. Ja, es geht. Ich suche jetzt eigentlich nur nach einem Spiegel, um mich teleportieren zu können. Eventuell könnte da sogar einer drin gewesen sein. Uah. Wenn natürlich alles voller Geister ist, ist das nicht so einfach. Ha. Das ist aber auch wieder so ein Zeichen, dass wir uns langsam dem Showdown nähern. Ach, das waren die Dinger. Die sauge ich besser nicht ein. Genau deswegen. Da können wir nicht rein. Ich suche einen Spiegel. Spiegel. Okay, langsam wird es ein bisschen zu viel. Au, ja. Schon verstanden. Ja, ihr seid alle ganz toll. So. Dann gehen wir halt zu Fuß zum Spiegelsaal. Der muss sich schon teleportieren. Falsche Tür.
Und hier sind bestimmt auch wieder... Natürlich sind hier auch wieder Geister. Da wäre ein Spiegel. Ach, die paar Schritte können wir jetzt auch noch gehen. Hier werden entsprechend auch wieder Geister sein. Was? So. Ach, Moment. Ja, doch. Die waren, glaube ich, vorhin auch hier. Als wir hier das erste Mal sauber gemacht haben. Jetzt saugen wir uns mal so ein Wasserelementar ein. Einfach damit wir wieder ein Element dabei haben. Kann ja nichts schaden. So, wir gehen durch die Kreuztür. Wir hatten jetzt Herz, Kreuz und Karo. Jetzt fehlt im Grunde nur noch Peak. Oh. Was? Ach, die untere Tür wäre es gewesen. Wir sind sowieso falsch, weil zum Spiegelsaal geht es ja da bei Madame Le Caros Raum. Und ihr geht mir gerade alle ein bisschen auf die Nerven. Ja, hier ist natürlich auch alles voll. So, Onkel Bitterlich. Lass mich los. Drei auf einen Schlag. Ach komm, ich hatte die doch alle drei. Das sind ja nochmal zwei. Sind aber recht großzügig, was Herzen angeht. Ah, dieses blöde Spiegelverkehrt-Denken. So, jetzt aber her mit dir. Gut, darauf, dass jetzt das Licht angeht, können wir lange warten. Hm. Okay, das ist jetzt ein Raum mit einem sehr großen Spiegel. Das scheint Onkel Bitterlich allerdings nicht zu reichen. Hm. Wo waren denn noch Spiegel? Ein Raum mit mehreren Spiegeln. Eventuell. Hier gab es ja auch keine. Au. Ja, 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 ja. Schon klar. Ich betäube euch einfach kurz und Tschüssikowski, ihr Assis. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir alle Räume nochmal abklappern müssen. Ich weiß nicht mehr, wo irgendwo noch viele Spiegel gewesen wären. Hier eventuell im Ballsaal waren ja auch nicht wirklich Spiegel. Ah, die Shy Guy Geister sind da auch wieder da. In Massen. Und hier waren ja eigentlich auch keine Spiegel. Gut, ich gucke jetzt mal trotzdem nach. Oh, hier ist auch alles voller Geister. Ist ja gut. Wenn er halt nicht immer stehen bleiben würde, um kurz Angst zu haben. Nein, das ist eine Tür. So, das wird auf jeden Fall ein längerer Part, wenn wir jetzt... Ja, 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 Luigi, wir haben es verstanden, du hast Angst. Wir haben es kapiert. Okay. Gehen wir es nochmal systematisch einfach ab. Hier. Der Tod ist weg. Das heißt, wir können auch nicht speichern. So ein Mist. Ich hoffe, wir sterben nicht bei Onkel Bitterlich. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. So, jetzt müssen wir auch noch alle Räume wieder abklappern, um den Typen zu finden. Oh ja, 4 auf 5 auf einmal. Luigi geht da durch. Ja, da kommen wahrscheinlich auch nochmal 20. Ja, dass einer noch kommen war klar, sonst würde ich jetzt keinen... Das geben wir jetzt doch gerade so ein bisschen auf den... Da war er. Da ist er doch. Wusste ich's doch. So. Onkel Bitterlich. Nein. Jetzt habe ich den Spiegel getroffen. Jetzt dürfen wir den Weg nochmal rennen. Aber okay. Ich meine, wir wissen immerhin schon mal, wo er ist. Ich hoffe, der ist da jetzt immer noch und begibt sich nicht von Spiegel zu Spiegel. Ja, ja, ja.
Wisst ihr was? Einfach nur, weil ihr Herzen gebt. Und ich jetzt keine Lust habe, an Onkel Bitterlich zu sterben. So. So funktioniert das doch. So. Und jetzt werde ich den ganz vorsichtig abscannen. Hier von der Seite, um den Spiegel nicht zu treffen. Niemand wird mich finden. Ich bin alt verschroben und als wäre das nicht genug, die Leute fürchten sich vor mir. Ha, da haben wir ihn doch. Komm her. Kommst du her? Nein, wir bleiben schön in der Ecke. In der Ecke ist es am schönsten. Oh wei. Das sieht fast so aus, als würden wir ihn aufs erste Mal schaffen. Ja, sehr schön. Das bringt uns einen Schlüssel und jede Menge Perlen. So. Und? Ja, natürlich bringt uns das einen Schlüssel. Und der öffnet welche Tür? Das ist unten im Keller. Oh, Moment. Nö, das ist oben auf dem Dachboden, oder? Wie gemein. Jetzt ist die Tür zum... Ach, jetzt ist die Tür zum Sicherungskasten versperrt gewesen. Das heißt, wir hätten ihn so oder so einfangen müssen. Ich hatte jetzt schon gedacht, der wäre unter Umständen optional. Gucken wir uns doch erstmal an, was es so zu erzählen gibt über ihn. Finsterer Einsiedler Onkel Bitterlich, Alter 45 Jahre. Auf der Selbstsuche flüchtete er in die Finsternis. Was dem Rest der Familie gerade recht ist. Oh, na, der hat ja viele Freunde. Ja, 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 ist schön, ist... Ja, 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 ja. Ich hätte den Spiegel nehmen sollen. Kommt mir nur gerade so. Und ich muss jetzt mal kurz mein Headset ein bisschen runterdrehen. Das ist hier ganz schön laut. So, jetzt müssen wir uns nur noch bis zum Sicherungskasten durchkämpfen. Ich hoffe mal das Beste. Kann ich hier eigentlich... Nö, hier kann ich nicht speichern. Mein... Ah, mein Controller spinnt auch gerade ein bisschen. Ich hoffe, das Funk passiert nicht während einem Bosskampf. So, Tür auf. Wir waren da zwar schon mal drin, aber gut, wenn jetzt zugesperrt ist. Nur damit wir den Strom nicht mehr anmachen. Oh, und Luigi zittert. Er zittert sogar sehr. Und führt uns in das Elend, nämlich... Rams. Oh ja. Es werde Licht. Hier drin ist ein Bu. Haben wir hier drin noch nicht nach einem Bu gesucht? Auf jeden Fall haben wir hier einen Schlüssel. Ach nein, ich glaube, hier drin war einfach nur bisher kein Licht. Weil hier kein Geist war. Okay, suchen wir den Bu. Er könnte hier unter dem dreckigen Laken liegen. Ach nee, Moment. Das wird ja rot. Er ist in den Fässern natürlich, der alte Säufer. Wo sollte ein versoffener Bu auch sonst sein? Der heißt dann bestimmt Bukohol oder so. Ach Moment, nein, da ist er nicht. Jetzt ist er doch im Tisch. Ja, ich bin Buffalo Bo. Nein, bist du... Oh, das ist gemein, den Raum kann ich noch nicht. Dann sperren wir eben erstmal hier die Tür auf. Na und Luigi, zitterst du wieder gemütlich? Nö, die öffnet jetzt schon wieder etwas lockerer die Tür. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Frankensteins Labor oder was? Ach so, das Lager.
erstmal hier sauber machen, da kommt ja keiner durch. Bei dieser Sauerei. Na. No. Warum kommt denn hier kein Geist? Deshalb. Okay, war ja nur mal so eine Frage. Da drin doch dann bestimmt auch, natürlich. Dachtest du wohl, du könntest mich verarschen? Von wegen. Eingesaugt wirst du, so sieht's aus. Das und nichts anderes. Und eine neue Kiste. Na? Geld oder Reichtum? Oder ein Schlüssel? Okay, und natürlich gibt es auch hier einen Bu. Okay, auch hier ein Schlüssel. So langsam legt sich alles. Oben für das Da... Warum? Das ist jetzt so die Frage, die sich mir gerade stellt. Warum hier? Aber gut. Wollen wir nicht zu viele Fragen stellen. Am Ende kriegen wir nur noch eine blöde Antwort drauf. Ich weiß, dass du da bist. Fake Boo. Oh, ein großes Herz. Moment, ein großes Herz? Jetzt schon? Oh, jetzt bin ich wieder drauf getreten. Das ist gemein, das sieht man da gar nicht. Okay, vorsichtig, nicht nochmal drauf treten. Wo ist der Bu? Wo ist der Bu? Wo ist der Bu? Der ist immer noch da im Schrank. Okay, jetzt machen wir erstmal hier komplett sauber. Vielleicht taucht der Daten auf. Ach, hier ist auch so ein Feld. Moment, jetzt ist er hier. Dann locken wir ihn mal. Oh, Kalete. Kalate. Das habe ich jetzt nicht ganz gelesen. Das war jetzt zu schnell weg. Okay, jetzt sind beide Boos da in diesem Raum. Ach, oder der andere wurde wieder zurückgesetzt. Kann natürlich... Ah, jetzt sind hier Geister. Können wir in den Raum rein? Nee. Okay, gehen wir nochmal zurück. Und holen uns erst den anderen Boo. Und ich sehe gerade, ich überziehe jetzt ein Stück, aber den einen Bu holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch. Der ist gar nicht mehr da. Oh, der ist jetzt... Nein, das ist eine Tür. Der ist jetzt auch in einem anderen Raum. Okay. Oh, jetzt ist ja der Schmutz wieder da. Dieser Schmutz. Diese ganze Villa ist... Geld! Diese Katze will, dass dein einziger mich reich beschenkender Schmutzfleck. Mann, diese Geister, hätten die keine saubere Villa zaubern können. Und da wollte ich eigentlich nicht drauf, aber gut. Jetzt schalten wir hier mal die Geister aus. Vielleicht taucht dann der andere Bu noch auf. Oder die Geister tauchen einfach nicht mehr auf. Ja. Ah. Hab ich dich, mein Freund. Ach doch, die können wir durch. Vielleicht ist der Boom. Stimmt, der Boom müsste eigentlich da drüben sein. Schauen wir doch mal. Und mein Controller spinnt gerade wirklich etwas zu sehr für meinen Geschmack. König Boo, weiße Handschuhe.
ein süßer kleiner Schnurrbart, italienisches Schuhwerk. Wie bist du aus dem Gemälde? Moment. Hä? Moment mal, deine Klamotten sind ja grün. Verstehe, du musst Luigi sein, nicht schlecht für einen Moment. Hast du mich ganz schön vergackeiert. Was, du möchtest, dass ich Mario freilasse? Alles klar. Nie und nimmer, ich werde doch nicht das Schmuckstück meiner Sammlung hergeben. Mario bleibt genau da, wo er jetzt ist. Hey, was hast du denn da? Wohl einen Schreck weg 0816? Du lieber Schreck, was nun, Buhus? Gute Idee, Leute. Alle hier anwesenden Buhus, sammelt eure Kräfte, dann pusten wir los. Ein tiefer Buhu-Atemzug. Irgendwas sagt mir, dass wir da noch nicht hin müssen. Okay, ja, Stromausfall, alles wieder hell. Wir speichern jetzt erstmal. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir nochmal nach unten gehen, suchen nochmal nach den beiden Buhus. Ich glaube nicht, dass die jetzt wieder zurückgesetzt sind, da König Buhu die ja alle versammelt hat, um uns wegzupusten. Und danach geht's auf dem Dach weiter, wo wir ja jetzt einen Schlüssel erhalten haben. Und ich hoffe, mein Controller fängt sich wieder einigermaßen. Der spinnt gerade ganz übel rum. Komm. Reagier doch ein bisschen, wie wär's damit? So, geht wieder. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge mit Luigi's Mansion. Euer Pagu.